weiß wieder nicht, wohin mit meinen Händen, weil ich habe meinen Zauberstab nicht da. Hi, mein Name ist Julia von Thomas Elektronik und in diesem Video möchte ich euch die Jura E8 vorstellen. Das ist einer der erfolgreichsten und meistverkauften Kaffeevollautomaten von Jura und den nehmen wir heute mal unter die Lupe. Vielleicht habt ihr sogar schon unser Inbetriebnahme-Video zur E8 gesehen. Falls nicht, könnt ihr das natürlich auf unserem Kanal finden. Und alles weitere zu Funktionsweisen, Special Effects und Superpowers werdet ihr in diesem Video bekommen. Was mir als allererstes ins Auge gesprungen ist, war die Ästhetik der Maschine. Ich finde, sie hat einen sehr, sehr schönen Schwung. Sie ist klar und dezent aufgebaut. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Teile mal gemeinsam an. Auf der linken Seite der E8 haben wir unseren Wassertank, der fast 1,9 Liter Wasser und ist natürlich herausnehmbar. Ups. Wenn er voll ist, etwas schwer. Und beim Einsetzen ist wichtig, dass der hier oben auf diesen kleinen Führungen einrastet. Den Griff kann man dann wieder einklappen und der Wassertank ist sehr, sehr einfach, entweder seitlich oder auch von vorne befüllbar. Auf der Oberseite der Maschine befindet sich ganz hinten einmal der Kaffeepulverschacht mit herausnehmbarem Trichter, nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt, den könnt ihr rausnehmen und reinigen. Und direkt daneben befindet sich der Knopf für den Mahlgrad des Kaffees, der bitte aber immer nur benutzt werden darf, während der Kaffee gerade gemahlen wird. Das ist ganz wichtig, findet ihr auch in der Bedienungsanleitung. Direkt davor befindet sich unser Kaffeebohnenfach mit Aromaschutzdeckel und insgesamt kann man 280 Gramm Kaffeebohnen einfüllen. An der Vorderseite oben befindet sich das 2,8 Inch TFT Farbdisplay mit den drückbaren Tasten und hier unten haben wir unser Restwasserschalensystem und den Tresterbehälter. Rechter Hand haben wir unser Milchsystem mit Feinschaumdüse, das sich folgendermaßen aufteilt. Hier vorne ist die Feinschaumdüse, da kommt die Milch raus und hier hinten hat es nochmal einen extra Kaffeeauslauf. Das heißt, all eure Kaffeespezialitäten, die mit geschäumter Milch kommen, da stellt ihr euer Glas auf der rechten Seite unter. Mittig befindet sich der Kaffeeauslauf mit zwei Kaffeedüsen und einer extra gelagerten Heißwasserdüse. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr euch einen Tee zubereiten wollt, der nicht nach Kaffee schmeckt, weil er einen extra Auslauf hat. Kaffeeauslauf und Milchschaumdüse sind höhenverstellbar. Und zwar wie folgt, kann man den Kaffeeauslauf von 65 bis 111 mm hoch und runter justieren und die Milchschaumdüse bzw. der Cappuccino-Auslauf hat eine Range von 107 mm bis 153, also ihr könnt 15,3 cm große Gläser unterstellen, das heißt große Latte Macchiatos zu beziehen ist gar kein Problem. Auf der rechten Seite des Milchsystems gibt es hier noch so eine kleine Schutzkappe, die ihr herausnehmen müsst, wenn ihr dann den Schlauch anschließen wollt, um Cappuccinos, Latte Macchiatos etc. zuzubereiten. Den eingestöpselten Milchschlauch könnt ihr entweder in die Milchpackung eures Vertrauens hängen oder ihn mit dem Milchbehälter aus Glas von Jura connecten oder mit den Cool Control Systemen und dazu haben wir euch auch schon mal ein Video erstellt. Dann schauen wir uns jetzt zusammen das Display bzw. unser Cockpit, unsere Steuerzentrale an. Und generell sind wir immer in dem Menü, wo wir unsere Getränke auswählen können. Insgesamt sind es 17. Das kommt auch durch die Funktion Extra Shot zustande. Und das ist das Erste, was ich euch jetzt zeigen werde. Wenn ihr nämlich 2 Sekunden hier drauf drückt, könnt ihr den Extra Shot aktivieren. Und bei den Getränken, bei denen das möglich ist, sieht man so ein extra kleines Kaffeeböhnchen in weiß. Das heißt, diese Getränke könnt ihr mit Extra Shot zubereiten. Und wenn ihr das wieder deaktivieren wollt, drückt ihr hier nochmal drauf und dann sind eure Getränke wieder wie vorher. Der kleine Pfeil ist dazu da, sich durchs Menü zu bewegen. Und generell, wenn ich auf das Rädchen Einstellungen drücke, nicht 2 Sekunden, sondern kürzer, komme ich in die beiden Programme einmal Pflege oder Einstellungen. Und hier unten sieht man noch, es gibt ein kleines Sternchen, das ist der intelligente Modus, den kann man aktivieren. Der macht sozusagen, dass die häufigst bezogenen Getränke auf dem Startbildschirm landen und sich dementsprechend sortieren und ihr dann nicht immer euch da so durchklicken müsst. Und rechter Hand seht ihr noch das Symbol, dass die Maschine mit Filter betrieben wird.
Wie man die Funktion Extra Shot aktiviert und deaktiviert, habe ich euch ja bereits gezeigt. Und zusätzlich gibt es noch die Info, dass wenn ihr das nicht deaktiviert, es aktiv bleibt, bis ihr die Maschine das nächste Mal ausschaltet. Es gibt in unserem Display zwei Menüs, einmal das Menü Pflege und einmal das Menü Einstellungen. Und hier findet ihr zum Beispiel so Sachen wie Kaffeespülung und Milchsystemspülung. Die könnt ihr entweder so auslösen, die wird aber auch gegebenenfalls nach der Zubereitung von einem Cappuccino, 15 Minuten nach der Zubereitung, von alleine automatisch ausgelöst. Es gibt die Menüpunkte Reinigung bzw. Milchsystemreinigung, Entkalkung, Filter und Informationen. Und immer wenn ihr irgendwas zu tun habt, werden diese Balken sich verfärben und die Maschine teilt euch mit, was sie von euch möchte. Unter dem Menüpunkt Einstellungen haben wir viele, viele Optionen. Wir können zum Beispiel unsere Sprache auswählen, wir können die Wasserhärte einstellen, wir können der Maschine sagen, wann sie sich ausschalten soll, ob nach wenigen Minuten oder nach vielen Stunden. Wir können die Einheiten unterschiedlich anzeigen lassen. Wir haben die Möglichkeit, die Produktnamen ein- oder auszublenden, die Anzahl der Produkte zu ändern. Das zeige ich euch gleich. Da kann man nämlich 2 oder 4 auswählen. Dementsprechend sieht man dann 2 oder 4 Getränke auf dem Display. Wir können den intelligenten Modus aktivieren oder deaktivieren. Das war die Geschichte mit dem Sternchen, dass eure Lieblingsgetränke dann auf dem Startbildschirm landen. Wir haben die Möglichkeit, die Maschine auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das rückt dann alle Rezepturen wieder auf den Urzustand. Wir können eine Milchsystemspülung auslösen, uns verschiedene Infos hier holen oder das gesamte System leeren, wenn wir die Maschine zum Beispiel irgendwo hin transportieren wollen. Und das war's auch schon. Die Jura E8 verfügt über eine innovative Brühtechnologie, denn da mischen sich der Professional Aroma Grinder mit dem Mahlwerk G3 mit dem PEP, das ist der Pulsextraktionsprozess, das ist der Brühprozess, den die Maschine hat. Außerdem gibt es noch eine weitere zusätzliche Superfunktion, nämlich den Extra Shot, den ihr euch vorprogrammieren könnt. Und der bleibt uns so lange erhalten, bis die Maschine das nächste Mal abgeschaltet wird. Es gibt die Jura E8 in 5 verschiedenen Farbausführungen, nämlich in Chrome, in Moonlight Silver, in Dark Enox, in Piano Black und so wie die Maschine, die wir als Vorführmaschine hier benutzen, in Piano White. Bei der Getränkezubereitung gilt auch das Motto, alle Wege führen nach Rom. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, zu leckeren Kaffeespezialitäten zu kommen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, die Getränke so zu beziehen, wie sie auf dem Display erscheinen. Das heißt, einfach nur per Knopfdruck, mein Getränk kommt raus und ich freue mich. Zweite Möglichkeit ist, ich kann einmalige Korrekturen vornehmen, also die Parameter ändern während der Zubereitung, wenn ich zum Beispiel meinen Kaffee heute extra stark trinken möchte oder ein bisschen mehr Inhalt für meine selbstgetöpferte Tasse brauche. Dann gibt es noch die Möglichkeit, auf die Rezepturen direkt zuzugreifen, indem man 2 Sekunden auf die dazugehörige Taste drückt. Dann kann man auch alle Einzelheiten genau einstellen und speichern. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich 2 Getränke gleichzeitig zu beziehen, indem man 2-mal die entsprechende Taste drückt. Das funktioniert allerdings nur für den mittleren Auslauf, den Kaffeeauslauf. Jetzt kommen noch ein paar ganz allgemeine Tipps und Tricks zum Thema Pflege. Also Punkt Nummer 1, ihr tut euch natürlich einen großen Gefallen, wenn ihr euer Wasser immer frisch auffüllt. Das ist gut, dann habt ihr den optimalen Kaffeegenuss. Die Restwasserschalen sind Spülmaschinen geeignet, alles bis auf die Tassen. Abstellfläche könnt ihr gerne in den Geschirrspülautomaten stecken. Zusätzlich gibt es hier im Menü rot unterlegte Meldungen, wenn bestimmte Reinigungen angefordert werden. Und es gibt immer den Unterschied zwischen Reinigung und Spülung. Spülung passiert zum Beispiel am Anfang und Ende des Einschaltens eurer E8. Da kann entweder der Kaffeeauslauf gespült werden oder das Milchsystem. Und es kann aber genauso gut sein, dass die Maschine eine Reinigung anfordert. Das seht ihr aber im Menü. Und dazu gibt es verschiedene Tools sozusagen. Also wir haben den Klares Smart Filter, den man einsetzen kann, entweder einzeln oder im größeren Paket. Es gibt hier diese Milchsystemreinigungstabs. Wie man die Milchsystemreinigung durchführt, zeigen wir euch gleich noch. Und es gibt noch Reinigungstabletten für die komplette Maschine. Das wird sie euch aber auch sagen, wenn das dann angebracht ist. Die Maschine fordert uns jetzt auf, eine Milchsystemreinigung durchzuführen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir drücken jetzt also hier auf den Menüpunkt und kriegen die nächste Info.
Hierzu empfiehlt es sich, das komplette Milchsystem zu zerlegen und nochmal einzeln abzuwaschen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Es gibt einen Unterschied zwischen Spülen und Reinigen. Die Spülung setzt normalerweise automatisch ein, also Kaffeespülung beim Ein- und Ausschalten der Maschine. Und die Milchsystemspülung 15 Minuten nach Zubereitung einer Milchkaffeespezialität bzw. die Milchsystemreinigung, die euch angezeigt wird, oder auch die Kaffeemaschinenreinigung, da müsst ihr dann mitwirken und auch diese Behälter unterstellen und die Tabs in den Behälter tun, beziehungsweise bei der Reinigung der Maschine kommt die Reinigungstablette hier oben in den Pulverkaffeeschacht. Da führt euch das System aber durch, oder beziehungsweise der Menüpunkt Reinigung. Und außerdem ist dazu noch zu sagen, die Jura-Kaffeevollautomaten sind TÜV-Hygiene zertifiziert, das heißt, da die Brühgruppen komplett verbaut sind und man die nicht rausnehmen kann, haben die Leute von Jura sich ausgedacht, dass die Reinigungsprogramme so genial darauf abgestimmt sind, dass sozusagen immer die Brüheinheit richtig heiß durchgespült wird, wie auch der Kaffeeauslauf, sodass keine Kaffeeöle, Fette oder sonstigen Reste übrig bleiben. Das heißt, wenn ihr die Anweisungen der Maschine befolgt und damit nicht nur der Maschine, sondern auch euch selbst was Gutes tut, seid ihr total auf der sicheren Seite. Eure Brüheinheit wird es euch danken und der Geschmack eurer Kaffeespezialitäten ebenso. Was mir besonders gut gefallen hat an dieser Jura E8, es ist eine sehr, sehr überschaubare Maschine. Es gibt keinen großen Schnickschnack, man muss nicht studiert haben, um sie bedienen zu können. Es ist alles ganz intuitiv, funktioniert fantastisch. Die Materialien fühlen sich gut an. Jura steht ja generell auch für Langlebigkeit. Der Kaffee ist mega lecker, frisch gemahlen, nicht gekapselt, hat ja auch diesen schönen Umweltaspekt nochmal. Und also ich finde, es bleiben einfach keine Fragen offen. Es ist eine Maschine, mit der jeder gut umgehen kann und das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Chance auch nochmal nutzen, euch einzuladen, in unserem Ladengeschäft vorbeizukommen. Wir haben verschiedene Jura-Maschinen in der Ausstellung. Ihr könnt euch durch die verschiedensten Menüs klicken. Ihr könnt den Kaffee probieren. Ihr könnt euch natürlich auch einen Tee damit zubereiten. Es gibt ja auch eine Heißwasserfunktion. Kommt super gerne vorbei, stellt eure Fragen, probiert die verschiedenen Maschinen aus, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, welche am besten zu euch passt. Wir haben super freundliches Personal, das euch dabei gerne zur Seite steht. Und ja, lasst euch blicken. Ich hoffe, das Video ist gut bei euch angekommen. Ihr habt alles verstanden. Es sind keine Fragen offen geblieben. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat und würde mich natürlich wie immer über eure Likes freuen. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren oder das Glöckchen aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos und schickt uns Grüße, schickt uns Fragen, kommt persönlich vorbei. Wir freuen uns über alles. Und genau, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.